Früher gab es mal so eine unausgesprochene Grundregel, die stand nirgendwo im Gesetz, aber an die haben sich alle gehalten. Im Oktober wurde viel gekündigt, die letzten Kündigungen kamen dann so Ende November und im Dezember gab es dann nahezu keine Kündigungen mehr. Arbeitgeber fanden das unschicklich zum Weihnachtsfest, zum Fest des Friedens. Eine Kriegserklärung und eine Kündigung ist ja in gewisser Weise auch immer eine Kriegserklärung zu überreichen. Das hat sich in den letzten 5 Jahren radikal geändert. Warum heute das Gegenteil der Fall ist, erkläre ich dir in diesem Video und schau dir das Video unbedingt bis zum Ende an, denn ich gebe ganz klar nochmal Tipps, wie du letztendlich damit umgehst, wenn es dich treffen sollte, also wenn du eine Kündigung jetzt kurz vor Weihnachten bekommst oder vielleicht zwischen den Tagen bekommst, was es dann Besonderes zu beachten gibt. Schau das Video auch, wenn du Arbeitgeber bist, denn ich sage da auch noch mal einen ziemlich fiesen Trick, den Arbeitgeber anwenden oder warum für Arbeitgeber so eine Kündigung zum einen gefährlich sein könnte, zum anderen aber auch einen Vorteil bringen könnte. Zunächst einmal, wenn du als Arbeitnehmer jetzt kurz vor Weihnachten oder zwischen den Feiertagen eine Kündigung bekommst, besteht die Gefahr, dass du aufgrund von Fristabläufen Nachteile erleidest. Immer mehr Arbeitgeber nutzen genau das aus. Das ist schon so einer dieser fiesen Tricks der Arbeitgeber, dass sie genau gucken, wo wird der Arbeitnehmer vielleicht nicht da sein, wo wird er vielleicht in den Feiertagen sein oder mit anderen Dingen beschäftigt sein oder vielleicht keine Lust haben, sich die Feststimmung zu verderben. Und die timen genau diese Kündigung, so dass die zum Beispiel ein paar Tage vor Weihnachten eingehen in der Hoffnung, ja, da geht er nicht zum Anwalt, dann über die Feiertage hat er keinen Bock und bis er dann im neuen Jahr einen Anwalt gefunden hat, ist die 3-Wochen-Frist vorbei. Wenn du Chef oder Arbeitgeber bist, wird dich das Video genau auf diese Ideen bringen. Denke aber immer daran, Karma is a bitch. Es holt dich ein, wenn du es am wenigsten gebrauchen kannst. Woran liegt es nun, dass so viele Kündigungen vor Weihnachten erfolgen? Es ist nicht immer pure Bosheit des Arbeitgebers oder deines Vorgesetzten. Die eigentliche Scham, die es früher gab, die ist irgendwie verschwunden. Ja, heute geht es immer nur darum, was ist erlaubt, ja, und was nicht. Und ist ja nicht verboten, so eine Kündigung zu der Zeit auszusprechen. Es gibt ja nicht die Kündigung hier zur Unzeit bei arbeitsrechtlichen Kündigungen. Das gibt es alles nicht, gibt es in anderen Bereichen, aber hier nicht. Und immer mehr Menschen glauben eben, wenn was nicht ausdrücklich verboten ist, dann ist es auch okay, es zu tun. Woher besteht aber das Bedürfnis, nun gerade vor Weihnachten zu kündigen? Wenn wir jetzt mal von den fiesen Arbeitgebern absehen, die diese Tricks genau verwenden, ja, wo kommt dieses Bedürfnis her? Das ist aus meiner Sicht relativ natürlich zu erklären. Wir haben alle so Richtung Jahresende das Gefühl, bestimmte Dinge noch schnell erledigen zu müssen. Sachen, die wir immer vor uns hergeschoben haben, nicht so richtig wollten, die werden so zum Jahresende in Angriff genommen. Was schieben wir denn vor uns her? Die tollen Sachen, die schönen Sachen, meistens doch die unangenehmen Sachen. Und auch wenn sich das jetzt viele von euch Arbeitnehmern, nicht vorstellen können, es gibt kaum Chefs, es gibt kaum Personalverantwortliche und Arbeitgeber, die Kündigungen gerne aussprechen. Das muss schon ein richtiger Sadist sein, wer das gerne macht. Woran liegt das, dass das nicht so gerne gemacht wird? Dafür gibt es aus meiner Sicht zwei Gründe. Das eine ist diese unangenehme Kündigungssituation. Ja, also, dass man so, ich muss dem so eine schlechte Nachricht geben irgendwie. Das andere ist die Sorge, der Arbeitnehmer könnte ja klagen und dann würde es teuer werden. Deshalb empfehle ich ja Arbeitgebern immer, die Kündigung gut vorzubereiten und nicht zwischen den Feiertagen einfach mal so hinzufuschen. Denn man muss und sollte als Arbeitgeber immer damit rechnen, dass auch eine Klage kommt. Wenn du als Arbeitnehmer eine Kündigung bekommst und wenn du länger als ein halbes Jahr dabei bist und regelmäßig mehr als 10 Arbeitnehmer in deinem Arbeitsbereich, in deinem Unternehmen beschäftigt sind, dann hast du gute Aussichten, dich gegen die Kündigung zu wehren. Ich helfe dir dabei,
in beiden Fällen, also als Arbeitgeber, der eine Kündigung aussprechen will, wie auch als Arbeitnehmer, der eine Kündigung bekommen hat, kannst du ein kostenloses Telefonat vereinbaren unter dieser Telefonnummer oder unten unter den Kontaktdaten im Chat eine Anfrage starten. Jetzt zu der besonderen Situation zwischen den Feiertagen. Für Arbeitnehmer laufen bei Erhalt der Kündigung wichtige Fristen. Das ist die Frist von wenigen Tagen für die Zurückweisung und die ganz, ganz wichtige Frist für die Kündigungsschutzklage von 3 Wochen. Also ab zu Erhalt der Kündigung läuft diese 3-Wochen-Frist. Ja. Die Frist für die Zurückweisung, die beträgt normalerweise nur wenige Tage. Hier kann man aber mit Weihnachten und entsprechenden Schwierigkeiten, einen Anwalt zu finden, sehr gut argumentieren. Außerdem ist das in der Regel noch nicht tödlich. Ja. Das ist ja nur, diese Zurückweisung ist ja nur ein zusätzliches Instrument. Ich sage immer, du hast eine Kanone, die Kündigungsschutzklage, und du hast eine Pistole, die Zurückweisung, wobei die Pistole auch tödlich sein kann. Wenn du jetzt aber die Zurückweisung nicht hinkriegst, weil du nicht schnell genug einen Termin bekommst, ist das aus meiner Sicht jetzt noch kein Drama. In der Regel reicht die Kanone. Die Frist für die Kündigungsschutzklage muss aber unbedingt eingehalten werden. Ich sage dir jetzt, wie das bei uns läuft. So etwa bis zum 20. 21. Dezember bekommst du hier noch unproblematisch deinen kostenlosen Telefontermin und wir können dann die Klagen meistens auch noch vor Weihnachten einreichen. Auf jeden Fall passen wir dann auf die Fristeinreichung auf, sonst würden wir uns ja haftbar machen. Das heißt, da ist für dich dann schon alles erledigt. Wenn du deine Kündigung am 22. oder am 23. oder noch später bekommst, versuch auf jeden Fall uns zu erreichen und einen Telefontermin zu vereinbaren. Du bekommst zumindest dann, wenn das nicht klappt, sofort das Angebot für die Vertretung, wo du dann schriftlich reagieren kannst. Auch in diesem Fall ist dann wieder die Verantwortung bei uns. Wenn du aus welchen Gründen auch immer uns nicht erreichst, solltest du nicht in Panik verfallen. Warum? Erkläre ich dir jetzt mal an einem ganz konkreten Beispiel. Nehmen wir mal an, du hast am 22. Dezember die Kündigung bekommen und du hast hier niemanden, erreichst hier niemanden mehr. Dann läuft die Frist für die Kündigungsschutzklage, deine Frist, am 12. Januar ab. Bei uns läuft aber der Regelbetrieb wieder ab dem 3. Januar, ab dem 3.1., da wir 1-2 Tage für eine Kündigungsschutzklage brauchen, um die zu erstellen und mit dir abzustimmen. Und notfalls kann die sogar ohne Abstimmung erstmal rausgeschickt werden, ist das überhaupt kein Problem. Versuche in jedem Fall so schnell wie möglich einen Termin zu vereinbaren. Und wenn dir das nicht gelingt, zwischen den Feiertagen, ist hier nur sehr dünn besetzt, kannst du ab dem 3. es gut wieder probieren und wirst dann auch auf jeden Fall von uns Hilfe bekommen und kannst dann auch auf jeden Fall mit uns durchstarten.